Moin, willkommen zurück zu einem neuen Spiel. Und zwar spielen wir heute Mortal Shell. Das ist jetzt am 18. August, ja, ist es erschienen. Auf der PS4, Xbox One und im Epic Store. Und es soll so ein bisschen Dark Souls-like sein, deswegen habe ich mir gedacht, ich gucke mir dieses Spiel mal an. Und das, was ich bisher so gesehen habe an Reviews und alles, das lässt schon auf jeden Fall Gutes hoffen. Bin mal sehr gespannt. Also das Spiel soll jetzt nicht besonders lang gehen, aber hat auf jeden Fall ein sehr interessantes World-Design und mit allem Schnick und Schnack. Dann labern wir nicht mal weiter und starten mal ein neues Spiel. So, leerer Speicherplatz. Nehme ich. Los geht's. War noch auf stumm, verdammt. So, da wären wir nun in der Welt von Mortal Shell. Wir sind dieser komische Man. Und das sieht schon mal alles extrem geil aus. Schwupp, schwupp. Also, was ich das weiß, ist es anders von der Spielmechanik her, weil wir haben, also wir sind quasi diese Hülle. Und müssen uns dann im Prinzip, wir sind dieser Körper so und müssen uns eine Hülle suchen. Und davon gibt es verschiedene mit unterschiedlichen Eigenschaften, aber das Leveling-System funktioniert ja noch ein bisschen anders. Aber das werden wir noch herausfinden im Laufe des Spiels. Wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern, über die Story weiß ich nichts. Ich gehe hier vollkommen unvorbereitet rein. Du hast die Fähigkeit geerbt, deinen Körper zu verhärten. Das Verhärten beschützt dich vor Angriffen, aber wird durch Erleiden von physischen Attacken schnell gebrochen. Alte LT zum Verhärten. Also ich spiele mit dem Xbox One Controller. Achso, man muss gedrückt halten. Okay. Achso, ausweichen. Okay. Okay, hier lernen wir jetzt quasi so die Basics des Spiels. Ausgerüstete Waffe, geweihtes Schwert. Was steht da? Ein Schwert mit einem Hohlraum im Inneren. Nice. Wie schlagen wir denn zu? X, ja, A, B. B können wir rennen. Oder was machen wir auf B? Können wir so einen Dash nach vorne machen, zurückweichen. Achso, es ist Ausweichen, stimmt. Und verhärten. Ich glaube, das werde ich öfters machen. Das ist quasi wie eine Blockmechanik. Auf RB schlage ich zu. Wir haben noch keine Lebens- oder Ausdaueranzeige. Ah, jetzt wird uns wahrscheinlich gezeigt, wie wir kämpfen. Du kannst dich in den meisten Situationen verhärten, selbst beim Angriff. Experimentiere mit dem Verhärten zu verschiedenen Zeitpunkten. Beim Angriff RB halten. Und LT zum Verhärten. Okay. Dann gehen wir sicher hin. Ah, okay, das war nicht so gut. Schwerer Angriff. Beim Verhärten Angriff. RB und dann LT. Gleichzeitig.
Ja, das klappt nicht so ganz. Okay, anscheinend kann ich hier nicht sterben. Egal wie oft er mich hier verprügelt. Ich krieg das Timing nicht hin. Das ist echt schwer. Passieren. Okay. Junge. Okay. Muss dann quasi gedrückt halten und dann verhärte ich mich und mache dann direkt einen Konterangriff. Dann bleibt die Zeit stehen. Innerhalb meines Angriffs, wenn ich beide Tasten loslasse, dann schlägt er zu. Okay. Gegenstand aufnehmen mit A. Gegenstände durchsuchen. Inventar öffnen. Okay. Was habe ich denn da benutzt? Vergängliches Zeichen. Der Text scrollt die ganze Zeit durch. Inventar öffnen. Nee, Quatsch. Ja. Vergängliches Zeichen. Der nächste Schaden, der dir im gehärteten Status zugefügt wird, wird in Gesundheit umgewandelt. Noch 9-mal einsetzen, um mehr Details über diesen Gegenstand aufzudecken. Achso, das heißt, wir müssen verschiedene Items entsprechend, wie soll ich es nennen? Leveln? Oder wir müssen damit vertraut werden, damit wir den Gegenstand besser kennen. Okay, ansonsten haben wir nichts weiter. Das Schwert, ja. Villain. Die sind noch ein Fremdbegriff für uns. Überlieferung, Tutorials. Okay. Nice. Das eben lief jetzt nicht so gut, aber ich bin ja noch in der Übungsphase. Hätte mich auch gewundert, wenn ich das auf Anhieb schaffe. Na schön. Ich gerade zurück? Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine Karte. Lauf hier einfach mal lang. Vielleicht ist es schon richtig. Da ist eine Glocke. Oh, der erste Boss. Eieiei. Hat er sich gerade verhärtet oder was war das? Verdammt. Okay, ich habe Leben. Jetzt wird's ernst. Ja, er setzt es ein. Ich muss es gedrückt halten, ich Idiot. Was heißt das jetzt, wenn ich verliere? Long, long. Wahrscheinlich muss ich mich von dem Vieh irgendwie fressen lassen. Das kann natürlich auch sein. Jetzt bin ich hier irgendwo in der Höhle. Da geht's raus. Kriechen.
finde das Charakterdesign von ihm eigentlich ganz geil. So der, dieser wabblige Körper mit nichts weiter außer Knochen und irgendeiner Masse, die drüber liegt. Schon sehr spannend. Umland von Falgrim. Ah, das Spiel ist so düster Gothic-esque, das ist so geil. Voll mein Ding. Bin halt komplett raus aus dieser ganzen Dark Souls-Mechanik. Nachdem ich alle Dark Souls-Teile durchgespielt habe und Bloodborne zur Hälfte, bin ich da gar nicht mehr so wirklich drin. Aber ich denke mal, da komme ich wieder rein. Vor allem, da dieses Spiel ähnliche Mechaniken nutzt, aber jetzt nicht die gleichen. Vor allem ist es ein Indie-Spiel, also auch gar nicht mal so teuer. Und ich finde, für das, was es ist, sieht es eigentlich ganz ordentlich aus. Läuft mit der Unreal Engine 4. Aber Grafik ist ja nicht alles. Das Gameplay muss ja auch stimmen. Sonst hat man ja auch keinen Spaß daran, sich an tollen Bildern zu ergötzen. So, jetzt sind wir draußen. Wo bin ich denn hier? Da ist was links. Kann ich mit ihr reden oder so? Anscheinend geht das nicht. Auch diese Statuen hier, guck mal. Ah. Richtig geil. Na schön. Dann gehen wir einfach mal unseres Weges. Was ist denn das? Nehme unbekannte Hülle. Okay. Hülle angeeignet, unbekannte Hülle. Ein Mann ist mehr als nur eine Hülle. Okay, jetzt sind wir quasi in einem seelenlosen Körper und beherbergen diesen jetzt. Jetzt haben wir unten auch mehr Lebensenergie, links unten Ausdauer und da leuchtet noch irgendwas Weißes. Und rechts unten haben wir irgendwelche Verbrauchsgüter wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es so Geschichten gibt wie Estus Verklaus, wie in Dark Souls, aber das finden wir noch bei Zeiten raus. Dieser Wald erinnert mich an diesen einen Wald, den es in Dings gab, in Bloodborne. Diese ganzen komischen Spinnviecher rumgekrabbelt sind und alles. Was ist das denn? Zweimal Quadelkäppchen. Gedeiht dort, wo Blut vergossen wurde. Vertraut halt keine. Kann ich noch einen nehmen? Nee. Vielleicht wird das Item mir nur angezeigt, da ich es jetzt kenne. Kann auch gut sein. Was steht denn jetzt eigentlich unter Hüllen? Unbekannte Hülle. Wir sehen, da gibt es noch andere. Die habe ich aber noch nicht freigeschaltet. So wie es aussieht, muss ich die Hüllen wahrscheinlich erstmal finden. Es gibt auch die Möglichkeit, habe ich gesehen, im Kampf aber nur, dass man aus seiner Hülle ausgestoßen wird. Dann ist man wieder der Knochenman. Und kann in eine andere Hülle einschlüpfen. Das heißt also, wenn wir sterben, ist das nicht unser Tod an sich. Das heißt, das Spiel macht das ein bisschen leichter als Dark Souls. Was nicht heißt, dass das Spiel an sich leicht ist. Achso, das hatte ich schon berührt. Ach, da ist das Spiel gecrashed. Na geil.